Jo, da sind wir dabei, Pokémon. Und, ja, ich sehe, wir sind gerade in einem Kampf. Mit Trassler, cool. Der hat so schon sein erstes Pokémon gefangen. Okay, sonst alles wie beim Alten. Ja, ich würde sagen, wir machen Konfusion. Keine Ahnung, wo wir hier sind. Ich schätze mal in der Arena. Trassler, Level up! Cool. So. Kleinstein. Gaston, ich glaube nicht, dass Trassler das noch schafft. Das dürfte wahrscheinlich bei dem nächsten Schlag untergehen. Deswegen lassen wir das Hydro-Beben mal schnell machen. Ja, Aquaknarre. Blub, blub, blub. Wo sind wir? Von der Musik her. Das klingt, glaube ich, nicht nach einem ja, Arenaleiterkampf vor allem, weil die Arenaleiterin hier auch nicht Gaston heißt. Ich nehme einfach mal an, das sind die Kämpfe in der Arena, vor der Arena. Vom Arenaleiter. Obwohl. Schon in der Arena? Ich glaube, das wäre doch auch zu weit, oder? Schauen wir mal gleich, wo wir sind. Sieht jedenfalls irgendwo nach in einem Gebäude aus. Und Stein-Pokémon. Würde ich davon ausgehen, das ist die Arena. Aber ich glaube noch nicht, dass sie schon in der Arena sind, oder? Oh. Bist du doch in der Arena? Okay. Warum nicht? Na dann. Wollen wir zur Arenaleiterin? Cool, ich darf die Arenaleiterin machen. Yay! Yay, Teenager Dominic. Kleinstein. So, ein bisschen. Ich tausche jetzt mal direkt zu Hydropi rüber. Trassler, genug. Komm zurück. Los, Hydropi! Steinwurf. Wow. Sieht doch ein bisschen was ab. Aber ciao, Kleinstein. Zum Glück haben die hier noch keine Robustheit, weil... Boah, das ist wirklich böse, was die mit Robustheit in Schwarz-Weiß gemacht haben. Normalerweise wirkt die Fähigkeit Robustheit so... Na gut, ich gehe mal schnell heilen. Dass One-Hit-Chaos einfach mal verhindert werden. Sowas wie... komm, wie heißt die Attacke? Hornbohrer und sowas. Die halt einen direkt töten. Zu 30% zwar nur, aber... töten. Und die wurden halt durch Robustheit verhindert. Und bei Schwarz-Weiß ist es mittlerweile so, ne? Robustheit verhindert jegliches One-Hit-KO. Also sprich, wenn man volle KP hat und normalerweise mit einem Schlag besiegt worden wäre, da denkt sich Robustheit, nicht tot, mit einem KP überlebt. Das war normalerweise... Achso, ja, ich muss ja vorlesen. Hallo, ich bin die Arenaleiterin Felicia. Ich wurde Arenaleiterin, um mein Wissen, das ich in der Pokémon-Trainerschule erworben habe, umzusetzen. Meine Stimme ist mit einmal gerade höher geworden. Würdest du mir bitte zeigen, wie du kämpfst und mit welchem Pokémon? Na klar! Genau, also... Es ist mittlerweile so, dass es wie ein Fokusgurt wirkt. Das heißt, wenn man volle KP hat und dann halt einen Schlag abbekommt, dann würde man ja normalerweise sterben. Fokusgurt verhindert das. Ups. Okay, ich wechsle lieber aus. Jupp, ich wechsle eindeutig aus. Hydropi los. Ja, und das ist halt jetzt mittlerweile mit Robustheit auch so. Und das ist ziemlich kacke, um es mal so zu sagen. Habe ich überhaupt eigentlich irgendwelche Items? Wir haben ein paar Beeren. Wir haben schon eine Zerschneider. Das ist gut. Superbälle. Oh, Tränke. Perfekt. Direkt mal nach oben tun. Gut. Dann dürfte der Kampf ja eigentlich kein Problem sein. Vor allem... Guck mal, wir haben Hydropi, Wasser-Pokémon, gegen Stein. Und noch ein Level-Up, 15, hallo. Das sollte ja kein Problem sein, Geduld. Ach, scheiß auf Geduld, brauche ich nicht. Obwohl, na doch, komm, mach dafür Heuler weg. Geduld ist immer noch besser als Heuler. Boom. Geduld vergessen und... Geduld vergessen, Heuler vergessen und dafür Geduld erlernt. So, jetzt kommt... Wie war das? Nasgnet, ne? Genau. Hallo, Nasgnet. Du kriegst eine Aquaknarre. Das zieht dir aber, glaube ich, nicht so viel ab. Ich hab mir schon gedacht. Mach ruhig Härtner. Aquaknarre ist eine Spezialattacke. Also stört mich in dem Fall nicht. Felsgrab. Zieht hoffentlich nicht so viel ab. Gut, mit 10 KP kann ich leben. Mit der Innet-Senkung weniger, aber das schaffen wir. Hydropi packt das. Also mit Hydropis und mit Gek-Arbor glaube ich auch eigentlich kein Problem. Erste Arena.
So. Eine Aquaknarre und dann ist es... Warum heilst du nochmal? Verdammt! Ich vergaß, hier könnten die noch ein bisschen... Hier können die Trainer noch ein bisschen öfter heilen. In Schwarz-Weiß ist es so, dass jeder Trainer nur eine einzige Heilung hat. Und das war's da. Oh, ach du Scheiße. Komm mir nicht mit solchen Volltreffern, ja? Sonst besiege ich dich. Ha! Für einen kurzen Moment aber einen Schreck bekommen bei dem Volltreffer. So, ich habe verloren. Es scheint, ich muss noch eine ganze Menge lernen. Ich verstehe schon. Die Regeln der Pokémon-Liga schreiben vor, dass Trainer, die einen Arena-Leiter besiegen, dieses erhalten. Bitte nimm den offiziellen Pokémon-Liga-Steinorden an. Und ich gewinne Geld. Wuhu! Steinorden erhalten! Ich würde sagen, meine Aufnahme fing doch gut an. Direkt mal den Orden bekommen. Der Steinorden erhöht die Kraft der Attacken deiner Pokémon. Außerdem sind sie nur in der Lage, die Folgenzerschneider auch außerhalb eines Kampfes einzusetzen. Dies möchte ich auch noch geben. Team 39, Felsgrab. Macht Schaden und senkt die Init. Felsgrab, ja, sie richtet nicht nur Fallen, das Fallen von Stein Schaden an, sondern produziert auch die Initiative, was ich eben auch gesagt habe. Sobald du eine Term aktivierst, wird die Attacke einem Pokémon beigebracht. Aber vergiss nicht, dass eine Term nur einmal beigebracht werden kann. In Schwarz-Weiß nicht mehr. Ihr Einsatz wird also überlegt sein. Ja, hier geht's leider nur noch einmal ab Schwarz-Weiß. Unendlich mal. Ist wie eine VM. So, jetzt müssen wir gleich nach. Ja. Geh aus dem Weg. Hallo, Team Magma. Hallo, Herr Devon Corporation. Bitte warte, du kannst dich auf meine Waren stehlen. Anscheinend doch. So, gehen wir nochmal schnell heilen. Dum, 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 dum. Wie lange haben wir denn jetzt schon? Ich habe noch 7,5 Minuten. Ne, nicht 7,5. 7 Minuten habe ich jetzt erstmal aufgenommen. Fast. Egal. Na gut, ich sehe schon. Mein Panekon wurde mal nicht trainiert. Was hat der denn? Flinkklaue wahrscheinlich? Sinelbeere. Oh, okay. So, ich möchte jetzt Panekon ein kleines bisschen trainieren, dass es sich wenigstens weiterentwickelt. Danach kann es eigentlich so bleiben. So, wir können jetzt nach rechts gehen. Da ist der Typ, den wir eben gesehen haben. Wir können auch hier einfach nach oben gehen. Höhlenforscher, ich sehe meinen Spaziergang auf einer Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht und dich anspringt. Genau, da oben ist ein Item, was ich mir eben schnell holen will. Und wir machen Sandspuren. Hey, ich durfte nicht im Sand laufen. Das hat wahrscheinlich Trago oder Sui gemacht. Und ein Supertrank, das ist gut. Tränke sind immer gut. Okay, boah, ja, mir wurde schon nach dem ersten Teil gesagt. Also ich nehme das gerade auf, als der erste Part bei mir hochgeladen wurde. Wurde gesagt, ich klinge so ein bisschen gehetzt. Das will ich mal lieber doch nicht so weiter fortsetzen. Oh, du bist das. Du bist dieser großartige Trainer, der mir im Blütenburg-Wald geholfen hat. Hilf mir, Team Magma hat mich ausgeraubt. Ich muss die Devon-Waren zurückbekommen. Wenn ich sie nicht bekomme, dann habe ich ein riesiges Problem. Na klar, ich helfe dir. Ich kann doch einfach abhauen. Aber nö. Wir müssen ihnen helfen. Hi. Meine Pokémon sind die Keks, überzeug dich selbst. Uah! Wieso? Hast du Lashoking, Nidoking und Goldking? Zigzags Katheit King. Oh, Akku fast alle. Das ist schlecht. Zigzags ist kein König. Lügner. Gauhydropi. Weiler. Gut, dass Hydropi eine Spezialattacke kann. Ha, ha. Und tschüss. Okay, nicht ganz, aber gleich. Und Hydropi entwickelt sich gleich auch, glaube ich, auf Level 16. Moha, da habe ich die Arena gemacht und ein Morabell entwickelt. Bringt ja kaum was. Wie schon fast 10 Minuten vorbeigegangen sind. Hallo! Blö, 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 Tackle. Ich hoffe, meine tut mir nicht so weh. Verpiss dich, Panekon. Ich frage mich überhaupt, warum habe ich dich überhaupt gefangen? Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich war wohl nicht bei Sinnen. Ja, Fußkick, das sieht so wenig ab, weil ich meine Fußkick... zieht mehr ab, je schwerer das Pokémon ist. Und, kleines Hydropi wiegt nix. Hallo? Was soll das denn da abziehen? So. So, Hydropi. Entwickel dich! Und lern Lebensschuss, glaube ich. Hydropi entwickelt sich! Yay! Du
keine Luft mehr. Marble! Yay! Lehmschuss, sag ich doch. So, weg mit, hier ist die Attacke, Lehmschelle, weil die ist ziemlich schlecht. Lehmschuss ist da doch ein kleines bisschen besser. Hat mit Step etwas über 80? Ja, etwas über 80 Stärke sollte das dann sein. So, jetzt gehe ich nochmal schnell unten her, da ist auch noch ein Trainer. Der Käfer sammelt da vorne. Dum, 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 dum. Ach, Zickzacks. Don't need ya. Panik, und du bist selbst zu schlecht, gegen einen Zickzacks zu flüchten. Genau, ich wurde auch darauf hingewiesen, dass sich Wampel per Zufall zu Panikon oder Schalock entwickelt. Das, ich muss ehrlich sagen, das war mir vorher gar nicht bewusst. Ich dachte echt, das hängt mit Tag und Nacht zusammen. Danke, dass ihr mich da verbessert habt. Danke, dass ich endlich mal flüchten durfte. Oh, Schutz. Auch nicht schlecht. So. Ja, wie gesagt, danke für die Verbesserung. Jetzt muss ich mir beeilen. Eben, dass ich den Kampf noch schaffe, damit ich für Dragoin schon mal in die richtige Richtung gucke. Was soll ich jetzt sagen? Ja. Genau, das war halt ein kleiner Denkfehler meinerseits. Ich weiß auch nicht, warum ich davon überzeugt war, aber... Ja. Dumm. Ich bin dumm. Okay, das wird nichts mehr mit Panikon hier. Ich glaube, ich schmeiße ihn beim nächsten Mal wieder auf die Box und fang mir irgendein Pokémon, irgendwas. Ich wundere uns noch, dass wir keinen Schwalbini haben. Ich war der festen Überzeugung, dass ich Drago 1 fangen würde. Komisch. Den Kader. Das war auch kein übles Pokémon. Kann sich zu Ninjas entwickeln. Das schnellste Pokémon, was es gibt. Immer noch. Wenn man mal eine der Sonderformen von Deoxys mal rauslässt, ist Ninjask das schnellste Pokémon, was es immer noch gibt. Auf Platz 2 ist nebenbei ein neues, auch wieder ein Käfer-Pokémon. Hydragi, meine ich, ist das zweitschnellste mittlerweile. Oder jedenfalls eins der allerschnellsten. Die haben doch ordentlich Speed drauf. So, ich kann noch ein bisschen. Panikon weg. Aber Trassler könnten wir noch ein bisschen trainieren. So, Moment, dann spreche ich die mal von der Seite an, damit er weiß, damit Drago fürs nächste Mal weiß, wenn ich sie jetzt noch nicht besiege, dass wir in die Richtung gehen sollen, in die ich gerade... Ach, das ist nur ein Pokémon. Okay, das schaffe ich. Oh, das ist ein Meryl. Das ist schlecht. Konfusion. Wirke gut. Komm, Trassler. Enttäusche mich. Oh, das ist... Ja, das ist... Das ist gut. Ich kann mir schon denken, wessen Trassler das ist. Das ist auf jeden Fall Suis, weil er wollte unbedingt einen Trassler fangen. Oh, so langsam wird's böse. Hoffentlich kommt das Ding gleich nicht mit irgendwie mit Tackle an. Aquaknarre, das ist gut. Schön. Senkt meine Verteidigung, nur um mich im Anschluss mit einer Spezialattacke anzugreifen. Macht Sinn. Super, Meryl. Daumen hoch. Gebt alle einen Daumen hoch für Meryl. Oh, Doppelteam. Yay. Gut, ich würde sagen, meine Zeit neigt sich dem Ende zu. Fast. Dann tauschen wir mal, nein, was ich machen wollte. So, Attacken austauschen. Ich möchte meine Angriffsattacke mal ganz oben haben. Ich weiß nicht, wie die anderen das handhaben. Moment, können wir noch hier durchgehen? Schwalbini. Sehen, schaffe ich das eben noch schnell zu fangen? Na, komm. Nein, nicht Pokémon. Na gut, dann mache ich hier Schluss. Einfach nur so, damit Drago weiß, fang es. Für dich. Was auch immer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.